Die Freien Wähler auf Frühjahrsklausur. Diesmal ging es nach Passau und in dessen touristisch hochattraktive Umgebung. So besuchten die Landtagsabgeordneten zum Auftakt den Nationalpark Bayerischer Wald. Dieser sei von der Regionalentwicklung nicht zu trennen, erklärt Gastgeber Alexander Muthmann, Abgeordneter aus Freyung. Es gibt, gerade was die touristische Bedeutung angeht, kaum eine Marke, die besser zieht. Wir haben insgesamt in der gesamten Region nur drei, die auch bundesweit bekannt sind. Passau, Bayerischer Wald und Nationalpark Bayerischer Wald. Das sind so die imagebildenden Faktoren. Und es gibt auch Umfragen unter den Urlaubern, wovon insgesamt 54% der befragten Urlauber sagen, für sie war die Tatsache, dass es den Nationalpark gibt, wichtig oder sehr wichtig, was die Standortentscheidung ihres Urlaubs angeht. Weiterer Schwerpunkt der Klausurtagung: der Hochwasserschutz in der Region. Beim Empfang im historischen Rathaus erläuterte Passaus OB Jürgen Dupper den Stand der Dinge. An der Innenpromenade der Drei-Flüsse-Stadt informierten sich die Freien Wähler anschließend beim Wasserwirtschaftsamt Deggendorf über den geplanten Hochwasserschutz. Passau ist die Hochwasserausleitungsstelle für ganz Bayern, mit Ausnahme von ein paar Teilen in Franken, aber alles, was an Hochwasser in Bayern, im Oberbayerischen, an den Alpen entsteht, taucht hier entweder über die Donau oder den Inn auf, sodass also auch ganz Bayern Anstrengungen unternehmen muss und das dann auch in Passau in besonderer Weise spürbar wird. Natürlich müssen die Passauer selbst auch das ihre dazu beitragen, das tun sie, aber sie sind vor allem auch Unterlieger fast ganz Bayerns. Ein effektiver Schutz gegen die verheerenden Überschwemmungen? Für Muthmann ist das allemal sinnvoller als eine wiederholte Schadenssanierung im Nachhinein. Die Freien Wähler fordern daher eine deutliche Erhöhung der Mittel für den Hochwasserschutz, vor allem zur Entlastung der Kommunen. Um sich über die Chancen der Digitalisierung im ländlichen Raum zu informieren, trafen sich die Abgeordneten in der Bauhütte Perlesreuth mit Professor Dr. Diane Ahrens von der FH Deggendorf. Wir Freien Wähler sind der Überzeugung, wir müssen die Digitalisierung im ländlichen Raum vorantreiben und auch als Chance sehen. Das heißt, leistungsfähigere Internetverbindungen würden uns weiterhelfen im Bereich der Telemedizin, im Bereich der intelligenten Steuerung von Mobilität. Dafür brauchen wir am Ende Glasfaserkabel in jedem Haushalt. Dafür brauchen wir höhere Anschlussleistungen. Derzeit wird ja im Bereich von rund 30 Megabit bis 50 Megabit herumgefördert. Wir sagen ganz klar Glasfaser in jeden Haushalt, dann sind wir hier am Ziel. Zum Abschluss ihrer Frühjahrsklausur besuchten die Abgeordneten das Polizeikooperationszentrum in Passau. Dort arbeiten seit 2015 Bundespolizei, Bayerische Polizei und die Polizei Österreichs gemeinsam unter einem Dach. Eine in dieser Form bundesweit einmalige Einrichtung. Thema des Gesprächs: die Grenzkontrollen. Diese stoßen bei der heimischen Bevölkerung zwar auf Kritik, doch Polizei und Politik sind von deren Notwendigkeit auch weiterhin überzeugt. Solange im Schengen-Raum nicht der Schutz geboten werden kann, sind wir Freie Wähler nach wie vor der Meinung, wir brauchen diese Grenzkontrollen. Und die Zahlen, die wir heute bekommen haben, wie viel letztendlich aufgegriffen werden an ganz normalen Kriminellen, die geben einem schon zu denken. Und ich bin der festen Überzeugung, es ist eine gute und notwendige Angelegenheit. Um das steigende Arbeitspensum bewältigen zu können, brauche die Polizei dringend mehr Personal, erklärte Gottstein weiter. Denn die Menschen in Bayern müssten sich sicher fühlen. Überall, zu jeder Zeit. Hier wieder mehr Vertrauen zu schaffen, ist eines der dringlichsten Ziele der Freien Wähler im Bayerischen Landtag.